Diese Beziehungen andeutungsweise zu ahnen, ist leicht genug. Sie genau und im Einzelnen zu bestimmen, ist eine heikle Sache und es ist nicht unmöglich zu bezweifeln, dass es sie überhaupt gibt, denn alles Ästhetische unterliegt dem Zweifel. Herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung. Es geht heute um Musik und Architektur. Dieser Dichterfürst Paul Valéry zweifelt um 1900 daran, ob es überhaupt Sinn macht, diese beiden Künste miteinander zu vergleichen. Und man möchte ihm eigentlich erstmal spontan Recht geben, weil ja Musik und Architektur wirklich sehr unterschiedlich beschaffen sind. Die Musik ist flüchtig, sie hat Anfang und Ende, sie ist eine Zeitkunst. Die Architektur ist statisch, sie bleibt wie sie ist eine Raumkunst. Und doch verbindet Musik und Architektur eine sehr lange Geschichte, die ich heute sehr kurz erzählen möchte. Es gibt schon, wenn man in verschiedene Schöpfungsmythen schaut, immer wieder, also weltweit, einen seltsamen Zusammenhang zwischen Klang und der Entstehung fester Materie. Zum Beispiel im alten Ägypten soll der Gott Thoth 7-mal gelacht haben und dann erst ist die Erde entstanden. Im alten Indien soll es einen Urton gegeben haben. Nein, man muss es anders sagen. Im alten Indien wurde geglaubt, es habe einen Urton gegeben, der immer leiser wurde. Und in dem Moment, in dem Stille eintrat, soll die Welt entstanden sein. Wieder so diese Idee eines Wechsels der Aggregatzustände. Und schließlich gab es im alten China, wie auch im Sufismus, die Vorstellung, dass die Dinge einen Klang in sich tragen. Der ist da irgendwo, den können wir nicht hören, aber das ist die Seele der Dinge und es müsste eigentlich möglich sein, die da irgendwie aus dem Objekt zu befreien. Die Frage ist nur, mit welcher Strategie. Etwas konkreter wird es um 500 vor Christus bei Pythagoras, der im heutigen Süditalien eine Gemeinschaft gegründet hat, an der auch Frauen beteiligt gewesen sind. Die haben in Askese gelebt und sich den Künsten und den Wissenschaften gewidmet. Und er hat unter anderem experimentiert mit dem Monochord. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Das ist eine leer schwingende einzelne Saite mit einem beweglichen Steg. Und wenn Pythagoras diesen Steg in die Mitte geschoben hat, also die Saite im Verhältnis 1:2 unterteilt hat, dann hat er eine Oktave gehört. Wenn er den Steg ein bisschen verschoben hat und die Saite im Verhältnis 2:3 unterteilt hat, hat er eine Quinte gehört. Und wenn er die Saite im Verhältnis 3:4 unterteilt hat, dann hat er eine Quarte gehört. Und dieser Zusammenhang, dass das, was man sieht, auch das ist, was man hört, das kam ihm dermaßen sinnfällig vor, dass er meinte, kann kein Zufall sein, sondern wahrscheinlich ist alles so gebaut. Die ganze Welt und nicht nur die ganze Welt, sondern sogar der ganze Kosmos. Hier seht ihr eine Darstellung aus dem Mittelalter, immer noch beruhend auf dieser Grundidee, alles ist geordnet auf Grundlage von Proportionen, die aus den ganzzahligen Verhältnissen stammen der musikalischen Intervalle. Und hier sehen wir, die Erde ist in der Mitte und drumherum kreisen die Gestirne und sie kreisen in harmonischen Verhältnissen zueinander 1:2, 2:3, 3:4. Und wenn wir im Weltall wären, dann könnten wir eine Sphärenmusik hören, die auch harmonisch wäre. So seine Idee. Das heißt, die Musik wird zu einer Leitkunst und eigentlich muss alles andere der Musik folgen, weil die Musik das Bauprinzip vorgibt. Und da muss dann natürlich auch die Architektur hinterher, gerade weil sie ja mit Zahlen operiert, was die Säulenordnung angeht und die Seitenverhältnisse. Andere Personen haben diese Grundidee auf andere Bereiche übertragen. Platon zum Beispiel hat den Staat beschrieben, dessen Institutionen sich harmonisch zueinander verhalten müssen, damit der Staat funktioniert. Er hat es übertragen auf Körper, Geist und Seele, die sich harmonisch zueinander verhalten müssen, damit der Mensch harmonisch leben kann. Und weil diese beiden Personen eine gewisse Rolle bei der Ideengenese gespielt haben, nennt man das auch das pythagoreisch-platonische Weltbild, das erstaunlicherweise über 2000 Jahre nicht ernsthaft in Frage gestellt wurde, zumindest nicht umgestoßen wurde. Es ging sogar noch weiter. Hier seht ihr eine klösterliche Unterweisung am Monochord, das heißt die Idee der harmonischen Proportionen aus der musikalischen Intervallik betreten irgendwann sogar das Feld der Kirche, der Theologie und man muss dann auch diese Ordnung einhalten, um gottgefällig sich zu verhalten. Und da wird es natürlich wirklich brisant, weil die Kirche ja darauf achtet, dass solche Gesetze eingehalten werden. Damals war das zumindest so. Augustinus hat im frühen Mittelalter darüber geschrieben, dass wer
das Bauprinzip der Welt verstanden hat und wie die Zahlen da mit hineinspielen, der erst wird verstehen, wie Gott die Schöpfung gedacht hat. Das ist aber ein Wissen, das zu dieser Zeit noch den Mönchen in ihren Klöstern vorbehalten sein soll, also eine Art Geheimwissenschaft. Petrus Abelard, viele Jahrhunderte später, aber immer noch Mittelalter, spätes Mittelalter, er hat darauf hingewiesen, dass ja schon im Alten Testament, im Buch der Weisheit, es eine Passage gibt, da heißt es, du hast alles geordnet nach Maßzahl und Gewicht, wie ein Hinweis darauf, dass Gott eben diese Zahlen benutzt hat, um die Welt zu bauen. Und Petrus Abelard hat auch darauf hingewiesen, dass doch Mose in der Wüste schon von Gott die Bauanleitung bekommen hatte zur Stiftshütte. Die Stiftshütte war die erste Behausung des Volkes Israel in der Wüste und die sollte gebaut sein, wie die ganze Welt gebaut ist. Und da wurde dann auch die Bundeslade reingelegt mit den 10 Geboten. Und diese Stiftshütte wiederum hat das Vorbild abgegeben für den ersten salomonischen Tempel in Jerusalem, der dann später zerstört wurde. Und von dem wissen wir, wie er gebaut war. Er war nämlich 60 Ellen lang, 20 Ellen breit und 30 Ellen hoch, sprich Breite zur Höhe eine Quinte, Länge zur Höhe eine Oktave und Länge zur Breite eine Oktave plus eine Quinte. Also so weit geht diese Zahlengläubigkeit im Mittelalter. In der Renaissance verändert sich das ein wenig. Die Renaissance war ja schon eine frühe Aufklärung, könnte man sagen, also in Europa eine Zeit, in der viele Erfindungen getätigt wurden. Und jemand wie Leon Battista Alberti, ein Architekt, der auch Bücher geschrieben hat, prägte zu dieser Zeit den Begriff Concinitas. Concinitas ist die harmonische Fügung von etwas und er hat das eben besonders auf die Architektur bezogen. Bei ihm ist das Ganze aber keine Geheimwissenschaft mehr, die man einhalten muss, um der Kirche Genüge zu tun und um Gott zu gefallen. Für ihn ist es einfach nur eine Bauanleitung. Er sagt, wenn wir diese einfachen Zahlenverhältnisse einhalten, dann bekommen wir schöne Gebäude, also machen wir es einfach. Und in der Musik vollzieht sich zu dieser Zeit Ähnliches. Auch die Musiktheorie wird pragmatischer. Neue Intervalle werden eingeführt mit komplizierteren Zahlenverhältnissen. Und auch hier geht es auf einmal nicht mehr unbedingt darum, der Kirche Genüge zu tun, sondern sich Anweisungen zu geben, Regelwerke, um interessante Musik komponieren zu können. Schon in diesem Moment sind Musik und Architektur nicht mehr so stark aufeinander angewiesen. Das sieht man auch an Andrea Palladio, dem Architekten, der in der Renaissance sich nach diesen 9 Intervallen gerichtet hat. Das kann man im Nachhinein rekonstruieren, dass da viele einfache Zahlenverhältnisse verbaut wurden, die aus den musikalischen Intervallen kamen. Aber er hat da überhaupt nicht mehr drüber geredet. Er hat nicht darauf hingewiesen, er hat nicht darüber geschrieben, weil es für ihn einfach eine Bauanleitung war. Pragmatismus. Es geht so weit, dass Palladio bei dieser Kirche in Venedig, San Francesco della Vigna, Zahlenverhältnisse verbaut hat, die aus der Musik stammten, darüber aber nicht gesprochen hat, aber beim Bau einen vermeintlichen Experten für Proportionen mit beteiligt hatte, und zwar einen Franziskanermönch. Also obwohl es nicht mehr darum geht, der Kirche zu gefallen, ist trotzdem noch ein Mönch beteiligt, weil die sich besonders gut auskannten mit harmonischen Proportionen. All dies verändert sich im 17. Jahrhundert durch Leute wie Claude Perrault. Er hat den Louvre in Paris mitentworfen. Und er und andere bringen zum Beispiel die Empirie ins Spiel, das Sammeln von Daten. Er sagt, wenn wir wissen wollen, wie ein gutes Gebäude funktioniert, müssen wir es ausmessen. Also gucken, wie das gebaut wurde, dann mit anderen Gebäuden vergleichen und daraus bestimmte Regeln ableiten. Die Regeln sind nicht vorher da, die Regeln kommen nicht von Gott, sondern man schaut, was gut funktioniert. Man sammelt Daten, man betreibt Empirie und leitet daraus die Regeln ab. Und er bringt Psychologie ins Spiel, indem er sagt, was wir schön finden, was unserem Auge gefällt, das ist ja nicht das, was aus der göttlichen Schöpfung entstanden ist, sondern das, was gerade Mode ist. Uns gefällt das, was gerade modern ist, weil wir Modeopfer sind. Claude Perrault hat das festgestellt und darauf hingewiesen. Und in diesem Moment entkoppelt sich endgültig die Architektur von der Musik, weil sie nicht mehr die gemeinsame Grundlage der harmonischen Zahlenproportionen haben. Und das geht weiter, dass jemand wie Kant sagt, es gibt doch gar kein vorgelagertes Wissen, sondern alles, was wir wissen können, müssen wir selbst erdacht haben. Und schließlich stellt jemand wie Lessing während der Aufklärung fest, Künste sollte man überhaupt nicht zusammenführen und auch nicht miteinander vergleichen, weil die haben ganz unterschiedliche
Aufgaben, die haben unterschiedliche Qualitäten und Raumkünste und Zeitkünste gehören getrennt voneinander. Das ist typisch Aufklärung, dass man die Dinge kategorisiert, dass man sie in Schubladen verpackt und dass man sagt, du machst das und da sollte es jetzt möglichst keine Verbindung geben. Das hält aber nicht so lange, wisst ihr vielleicht noch aus dem Deutschunterricht in der Schule oder woanders her, dass schon bald nach der Aufklärung die Epoche der Romantik kam. Und die Romantik hat ja in ihrem Grundtenor festgestellt, dass während der Aufklärung etwas Schreckliches passiert sei, weil nämlich eine weitere Trennung herbeigeführt wurde, die zwischen Herz und Verstand. Leute wie Eichendorff haben gesagt, in diesen Spalt müssen wir treten mit unserer Kunst und die Verbindung wiederherstellen. Überhaupt Verbindung von allem. Everything is connected, ist die Grundidee der Romantik. Und zwar, die Verbindung wird hergestellt durch das Gefühl. Man braucht dafür keine Zahlenbegründung, sondern die reine Emotion. Und dieses Gedicht von Eichendorff ist sehr bekannt geworden. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Da steckt eigentlich nochmal dieser alte Gedanke drin, aus dem Sophismus zum Beispiel, dass die Dinge einen Klang in sich tragen, den es zu befreien gilt. Und Eichendorff schlägt natürlich das Wort vor, das Wort des genialen Dichters oder der genialen Dichterin. Der Geniebegriff war ja sehr wichtig in der Romantik. Es gibt komischerweise, obwohl es eigentlich sich in der Romantik um Gefühle dreht, eine Art Theorie der Romantik. Und das ist der deutsche Idealismus, zu dem beigetragen haben unter anderem Schelling und Hegel. Und die haben beide auch über Musik und Architektur geschrieben, weil sie immer versucht haben, so eine Art Systemtheorien zu entwerfen, wo eben alles reingeht. Und ihre beiden Gedanken zu Musik und Architektur möchte ich euch kurz vorstellen. Unter Aufbietung all meiner zeichnerischen Fähigkeiten habe ich versucht, sie auf Papier zu bringen. Hier sehen wir das Organismusmodell von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. In der Mitte seht ihr IK, das ist die ideale Kunst, so eine Vorstellung von einer Kunstform, die man nie erreicht, aber die man sich vielleicht sozusagen den Maßstäben der Gegenwart entlang vorstellen kann. Und die Künste kreisen im Laufe der Geschichte um diese ideale Kunst herum. Und während sie das tun, sind sie immer mal näher bei der Musik und mal näher bei der Architektur. Das heißt, sie kreisen in elliptischen Bahnen und sind dabei mal flüssiger und mal fester. Und sie sind immer der idealen Kunst mal näher und mal ferner. Interessante Idee, das Organismusmodell, zumal auch Musik und Architektur selbst auf elliptischen Bahnen kreisen. Das heißt, auch diese beiden Kunstformen sind mal flüssiger und mal fester, nach Schellings Idee. Bei Hegel sieht es viel einfacher aus. Er war ja ein Freund der sogenannten Teleologie, dass die Idee, dass die Menschheitsgeschichte auf ein unabänderliches Ende hinstrebt und das Ende ist grandios, also er ist Fortschrittsoptimist gewesen und die Welt bewegt sich hin zum reinen Geist. Geht los bei der festen Materie, beim Trägen, beim Barbarischen, das ist für ihn Architektur. Architektur fand er schrecklich, schwerfällig, unbeweglich und funktional. Alles, was Funktion hatte, mochte Hegel gar nicht. Und die Weltgeschichte endet bei der Musik, die ist fast schon Philosophie, die kriegt man nicht zu fassen, das ist der reine Gedanke und dann wird alles gut. Ein teleologisches Modell. Das 19. Jahrhundert endet bei Wagner, wenn man so möchte, im Verhältnis zwischen Musik und Architektur, weil er sich sein eigenes Gebäude gebaut hat für seine Opern, das Festspielhaus in Bayreuth, das tatsächlich so eine Symbiose aus Klang und fester Materie ist, er hat verschiedene Innovationen eingeführt, zum Beispiel war der Erste, der das Licht ausgemacht hat, wenn die Show beginnt, damit die Show noch überwältigender ist, weil es ging um die Wirkung, er war ein Wirkungsästhet und er wollte die Leute wegpusten mit seiner Kunst. Und er war auch der Erste, der das Orchester hat verschwinden lassen im Orchestergraben, um das Publikum einerseits nicht vom visuellen Geschehen auf der Bühne abzulenken und andererseits auch, weil es den Orchesterklang verändert. Das Publikum bekommt keinerlei Direktschall vom Orchester, sondern nur reflektierten Schall, der das Orchesterklangbild etwas diffuser macht und den Klang aber gewaltiger erscheinen lässt. Ja, Wagner war ein Angeber, wenn ich das so sagen darf. Dann kommen wir ins 20. Jahrhundert und treffen dort alsbald, wenn man über Architektur spricht, auf das Bauhaus. Und das Bauhaus war eine Schule für Gestaltung, in der die Architektur die Leitkunst war, allerdings unter ganz neuen, veränderten ästhetischen Maßstäben. Es ging um Funktion,
das, was für Hegel noch ein Albtraum ist, ist auf einmal das Entscheidende, Form follows Function. Es geht darum, ob es funktioniert und wie es funktioniert für die Leute. Es geht nicht um Metaphysik, um Geheimnisse überweltlicher Art, sondern es geht um Statik, um Physik, um Tragen und getragen werden. Und es geht nicht um verbaute Zahlen, sondern es geht um Rezeption. Es geht darum, was die Leute mit einer Architektur machen. Sie müssen sie sich nämlich aneignen. Rezeption ist das Stichwort dieser Jahre und dafür gibt es auch viele ästhetische Schriften, die das versuchen zu begründen. Hildebrand zum Beispiel schreibt, es gibt zwei Arten der Architekturrezeption im Fernbild und im Nahbild. Im Fernbild sehen wir die Architektur dort liegen und wir könnten vielleicht herausfinden, wenn wir uns das genau anschauen, wie das gebaut ist, ob da bestimmte Zahlenverhältnisse vorkommen. Das könnte man aus der Ferne vielleicht abschätzen. Hildebrand sagt aber, das ist die unwichtige Art der Rezeption. Die wichtige Art der Architekturrezeption ist die im Nahbild. Das heißt, man tritt an das Gebäude heran, man betritt das Gebäude und man läuft durch das Gebäude. Und während man durch das Gebäude läuft, verändert sich permanent die Wahrnehmung wie bei einer musikalischen Modulation. Also man nimmt eigentlich Veränderung die ganze Zeit wahr. Das heißt, in der Rezeption wird die Raumkunst zu einer Zeitkunst. Ähnliche Gedanken gab es auch auf Musikseite. Ernst Kurt schreibt, natürlich hören wir ein Musikstück in der Zeit, aber wenn das Musikstück abgeschlossen ist und wir dann darüber nachdenken, wie das gewesen ist, können wir im Nachhinein eine Art architektonische Fügung feststellen. Also in der Rezeption wird die Zeitkunstmusik zu einer Raumkunst. Und tatsächlich kann man das ja bei klassischer Musik sich gut vorstellen, die vierteilige Anlage oder so. Oder eine Fuge hat vielleicht auch wie eine architektonische Form. Aber man könnte es vielleicht auch bei einem Track sich vorstellen, im Nachhinein, wie das Ding gebaut war. Architektur ist im frühen 20. Jahrhundert häufig eine sehr emotional begleitete Kunstform, zum Beispiel bei der Architektenvereinigung die Gläserne Kette. Die gab es nur ein Jahr lang und die haben nichts gebaut. Sie haben sich nur vorgestellt, wie eine wünschenswerte Architektur der Zukunft aussehen könnte. Bruno Taut war mit dabei und er hat solche Skizzen wie diese geliefert, die er schwärmerisch kommentiert hat. Und man sprach auch davon, dass das eine aufgetaute Architektur sei. Also die Raumkunst löst sich auf, ist natürlich auch ein Wortspiel mit seinem Namen Bruno Taut. Und auch hier bei Wassily Luckart, einem anderen Mitglied der Gläsernen Kette, sehen wir einen Musikbezug und auch etwas Schwärmerisches. Die Ode an die Freude ist natürlich nach Beethoven benannt. Musikalisches Vokabular sehen wir auch ausführlich bei Elsa Burkhardt-Blum, die als Architektin sich durch ein interdisziplinäres Feld bewegt hat. Es kann auch daran gelegen haben, dass ihr Zwillingsbruder Robert Blum Komponist gewesen ist. In eines ihrer Häuser zog später die Bauhausmeisterin Gunther Stölzel ein und sie selbst hat sich nach und nach von der Architektur hin zur Innenarchitektur bewegt, zur Landschaftsplanung und schließlich zur Malerei und Grafik. Also es ist wirklich eine Architektin gewesen, die sich durch ein interdisziplinäres Feld bewegt hat. Zwei weitere Namen möchte ich hier gerne noch kurz erwähnen. Zum einen wäre das Lux Guja, die als erste Architektin der Schweiz ein eigenes Büro gehabt hat. 1924 wurde es an der Bahnhofstraße in Zürich eröffnet. Und für sie war ein besonderes Anliegen, Behausungen für alleinstehende, auch alleinerziehende, arbeitstätige Frauen zu entwerfen. Und einige dieser Behausungen sind sehr bekannt geworden, unter anderem das Safferhaus in Küsnacht. Und die Wohnsiedlung Lettenhof, und hier sehen wir sie im Kreise ihrer Schülerinnen. Und noch eine zeitgenössische Position, Vera Glor, die mit ihrem Büro verschiedene Umbauten im Kreis 4 in Zürich vorgenommen hat, Umbauten und Neubauten, und mit diesen Bauten quasi ins Kreuzfeuer der Diskussion geraten ist um Gentrifizierung und um die Frage, ob Bauten, die hochwertig sind und die auch einen hohen ästhetischen Wert haben, nicht dazu beitragen, dass eine Form von Verdrängung stattfindet und eben der günstige Mietraum verschwindet. Ich nenne sie hier, weil sie sich dieser Diskussion gestellt hat und selbst dazu beiträgt. Sie prägt also den Diskurs in der schweizerischen Architekturszene entscheidend mit. Wie aber steht es nun in der zeitgenössischen Architektur um die Musikbezüge? Dieses Haus, dieses Gebäude steht weder in Kuala Lumpur noch in Katar, sondern in Bern. Es ist das Westside von Daniel Liebeskind, der häufig mit musikalischem Vokabular arbeitet. Er hat auch selbst Musik studiert.
Nur wenn man versucht herauszufinden, was genau er damit meint und was es für strukturelle Bezüge nach sich ziehen könnte, findet man bei ihm meines Wissens nichts. Deswegen habe ich immer den Eindruck, dass das zwar schon interessant klingt, aber vielleicht auch ein bisschen dekorativ ist, wenn er über Musik, musikalische Bezüge in seiner Architektur spricht. Und das scheint mir typisch zu sein für die Gegenwart. Die musikalischen Assoziationen sind schon da. Wie viel sie bedeuten, darüber bin ich mir nicht ganz im Klaren und nicht ganz sicher darüber. Auf musikalischer Seite kann man sagen, dass der Raumbegriff eine sehr wichtige Rolle spielt, zum Beispiel in der Klangkunst und in der elektronischen Musik, also in Genres, in denen die Musik selbst wie räumlich organisiert ist. Nicht unbedingt als straffer dramaturgischer Zeitverlauf von einem Anfang zu einem Ende, sondern eher zyklisch, weniger dramatisch, räumlicher, könnte man sagen. Somit steht am Schluss dann doch wieder der Zweifel und die Frage, was haben Musik und Architektur miteinander zu tun? Vielleicht sogar die Frage, warum sollte man überhaupt Künste miteinander vergleichen und warum sollte man als Vertreterin einer bestimmten Kunstform über angrenzende Kunstsparten nachdenken? Wir im Y-Institut würden immer sagen, weil einem dieser Vergleich und die Angesichtigkeit der Differenz anderer Arbeitsformen einem etwas erzählen kann über die eigene Praxis und die eigene Kunstform. Und damit bedanke ich mich für heute fürs Zuhören. Bis kommende Woche.